Einer Stunde 20. Na, dann können wir hier gleich, nachdem ich die Sachen gesetzt habe, die du abgebaut hast. Du kannst mal die Ammo reinschmeißen. Oh, warte mal. Der soll nach Möglichkeit nicht auf... Was ist das für ein Geräusch? Der schießt gerade auf Predators. Ach so. Weil er halt noch keine Munition hat, klingt es halt so. Ach Mann, nun lass mich doch mal da hoch. Nee, eine Drohne! Eine Drohne! Ernsthaft? Ja! Fuck! Fuck! Hast du Munition? In meiner Tasche. Die Munitionsbox ist weg. Verdammt. Ja, das war die Munitionsbox. Hat sich's zerlegt? Ja. Sonst noch irgendwas? Alles. Oh, auch unser Kern ist weg. So eine Scheiße. Okay. Und der... Ja, wir müssen das unbedingt das schnell mit Metall einbauen. Ja, gut. Dann... Ja. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am günstigsten machen. Moment. Moment, aber wir haben hier noch die Ressourcen drin, oder? Oh, Gott sei Dank. So. Zack. Oh, cool. Ich hab noch unser Wassermacher. Ah, den hast du noch. Okay. So, das brauche ich. Zack. Das kann da rein. So, dann werde ich mal gucken. Wir brauchen einen Core. Ein Core. Dafür brauchen wir Kabel, Computer und Elektronik. Kabel. Ja, Pierre, ich habe hier eine kleine Box angemacht. Da können wir Sachen reinschmeißen. Ne, nicht Capacitor. Oder doch Capacitor? Control Device brauche ich. Control Device, da. Du reparierst gerade ein bisschen? Nein. Sondern? Ah. Ich habe ein paar Stück gebaut, aber er funktioniert nicht. Doch, du gehst rein. Ach so, nee, weil kein Strom da ist. Doch, er geht. Cool. Doch, ja? Okay. Ja, aber ich habe einen vierten gebaut, aber der ist woanders angekommen. Und der ist jetzt kaputt. Okay. Achso, vielleicht hast du auch einfach die Ressourcen für den zurückbekommen. Das passiert ja, öfter mal. Ja, ich hab die Ressourcen bekommen für den. Aber es sind wie... Warum habe ich eine Drohne? Weil hinter uns eine Drohne ist. Stimmt, du bist fisch. Scheiße. So. Ja, also eins muss man den Survival-Konstruktoren lassen. Sie sind echt unkaputtbar. Ja. Das ist echt gut. So, dann lass mich mal kurz ran, damit ich die Ressourcen von der Drohne reinschmeißen kann. Dann brauchen wir weniger Sachen herstellen. Oh, und ich bin fast tot. Es geht mir nicht ganz unähnlich. Hast du noch deine Medikits dabei? Oh ja, ich hab jetzt Sache. So, was brauchen wir? Wir brauchen den Fuel Tank, den gebe ich schon mal in Auftrag. Den Small Generator, den Core brauchen wir immer noch, ne? Du hast jetzt hier nichts gebaut, oder? Nee. Okay. Für den Core brauchen wir noch Computer, einen. Und Metallkomponenten. Ach so Scheiße. Was denn? Ja, ich hab den Motor abgebaut, aber ich habe auch die Komponenten nur bekommen, nicht den Motor. Den Motor? Den Reaktor meinst du? Mhm.
Okay. Weil ich wollte das ja von dem Block runternehmen, aber wenn ich den Block wegnehme, ist das ganze Ding weg wahrscheinlich. Also ich wollte jetzt einfach das hier ausbauen, oder was willst du jetzt? Ja, oder machst du es so, ja. Also den, vor allem du kannst den auch reparieren, ne? Den Holzblock. Achso, wahrscheinlich. Ja, aber allerdings musst du wahrscheinlich Holzplanks dabei haben, Moment. Hast du den Reaktorkern gebaut? Noch nicht. Ja, weil da noch einer da stand, oder? Deswegen hatte ich jetzt keinen gebaut. Wo steht denn der Reaktorkern? Mach ich's doch so. Okay. Also es, wir haben keinen Fuel Tank, keinen Core und keinen Generator, ne? Ich war der Meinung, der Reaktor wäre noch da gewesen, aber anscheinend nicht mehr. Ja, den habe ich abgebaut. Ja gut, dann schmeiß deine Sachen rein und bau den, genau. Dann brauchen wir eine Ammo-Box und dann geht's rund. So ein Mist aber auch. Ja, das war schon ärgerlich. Hast du diesmal die Munition schon in die Ammo-Box reingeschmissen? Wir haben doch keine Ammo-Box. Achso, das ist eine Cargo-Box hier hinten. Ja. Ist das schon was drin? Nee, okay. Die würde ich nochmal umstellen. Weil hier hinten wird eine Wand hinkommen. So, mein Vorschlag ist, in den linken hier machst du, in den rechten hier kommt der Core rein und in den linken kommt dann, wie weit bist du, sind wir mit dem Bau? Fast fertig. Gut. Aber wie er sich bei mir darüber lustig macht, dass ich alles aus Metall bauen will, weißt du, und viel Metall verbrauchen will. Aber hier haben wir jetzt genau gesehen, deswegen. Das hätte uns ja, also eine Sekunde mehr Zeit gegeben. Hätten wir erst gar nichts drum umgebaut, dann wären wir jetzt schon mit der Kanone hier fertig gewesen. Also nein, wir mussten ja erstmal was drumherum bauen. Ja, na klar. Dann, denn wie der Herr doch sagt, ja, die Kanone schießt gerade auf das Wildleben. Ne? Ja, ja. Ja, ich war der Meinung. Also wirklich sehr slapstick-mäßig. Die Sache war, ich stand gerade vor der Ammo-Box, hab gerade Shift gedrückt und war eigentlich davor, auf die Munition zu klicken. Ja. In dem Moment, wo ich drauf geklickt habe, ist die Box kaputt gegangen. Echt unglaublich. Na, das habt ihr dann wahrscheinlich in der letzten Folge im Picture-in-Picture gesehen. Oh Mann, die sind echt Genies. Ich geb's zu, absolut. Ah, Mann. Gut, wir sind bei... wir haben gerade erst die neue Folge begonnen, ne? Bei 1.20. Ja. Ja, ja. So. Hervorragend, okay. Dann brauchen wir jetzt noch den Reaktor. Den habe ich. So, ich mach mal hier ein bisschen Metall hin, einfach um den Reaktor auch nochmal ein bisschen zu schützen. Ja, und später, wir bauen dann das nochmal ein bisschen sicherer wahrscheinlich, aber jetzt erstmal muss das so reichen. Warum baust du den denn da hin? Damit hier die Luke frei ist. Ja, aber die brauchst du doch nicht. Du musst doch nicht an die Luke gehen. Das ist aber eine Luke. Aber doch nicht da oben hin, da soll die Wand hin. Du willst doch nicht, dass das Ding von außen erreichbar ist. Was soll denn das? Du baust merkwürdig. Du baust wirklich merkwürdig. Ich baue den dann nochmal ab. Der gehört da einfach nicht hin. So. Und der wird tatsächlich in seine Bestandteile zerlegt. Das ist ja unglaublich kacke. Ach, jetzt ist der da schon wieder dran, ey. Ist ja unglaublich. So. Wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich hier wollte. Ey, also ganz ehrlich, wer uns auch immer zuguckt, der wird sich denken, Mann, sind die unfähig. Ich wollte wahrscheinlich den ganzen Kram rausholen, um halt das hier in den Large Constructor zu packen.
Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich habe zwar nicht komplett zugehört, aber es klingt nach einem guten Plan. Mann, sind wir fähig. Wir sind so fähig. Wir sind schon un. Komm, mach hin. Ja, der Konstruktor braucht einen kleinen Moment. Ah. So, und danach kann der Survival-Konstruktor gleich mal 300 Woodblocks herstellen. So. Du möchtest noch an die Klappe ran, ja? So, dann stelle ich den Reaktor so hin, bitteschön. So, und dann baue ich das Ganze hier trotzdem noch mal ein bisschen ein. Aber die Blöcke müssen wir dann später mal echt durch Metall ersetzen. Aber ich habe gleich so viele Holzblöcke. Da können wir jetzt erstmal ein bisschen was bauen und die äußeren und wichtigeren Bereiche dann durch Metall später ersetzen. Mein Herz ist immer noch echt niedrig. Also wir müssen unbedingt dann nochmal dran arbeiten, dass wir. Achso, Food Processor und sowas muss ich ja jetzt einfach setzen, wahrscheinlich gleich. O2. Kann das sein, dass unser Konstruktor beschädigt ist? Ja. Warum? Ja, er ist krumm und schief und hat nur 163 Punkte. So, repariert. War er beschädigt. Ja, das war er. Magst du die Ressourcen aus dem Survival-Ding hier reinschmeißen, bitte? Schon längst hin mache. Ah, super. So, Ammo-Box. Ammo-Box. Haben wir die noch nicht gesetzt? Achso, die war kaputt. Die war kaputt, richtig. Ja, und die können wir erst mit dem Ding hier wieder bauen. Ah, okay. Okay, wo packe ich dich hin? So, repariert. Wen repariere ich da gerade? Ah, dich? Nicht hier oben hin. Alter, was, wenn die getroffen wird? Was, wenn die getroffen wird von einem verwirrten Schuss? Ja, der muss erst mal herkommen. Klar, im Moment, aber wenn du das so sehen würdest, bei einer gegnerischen Basis, du siehst, dass auf dem Dach einfach die Ammo-Box steht. Ist Was die, würdest du denn die ist tun? echt in ihre Einzelteile zerlegt worden? Guck mal, hier, ich mach dir einen Platz frei für die. So. Hier, guck mal, da kannst du es reinpacken. Das ist schön safe. Hoffe ich. Es sei denn, du machst damit irgendwas Lustiges. Ich hatte das Geräusch, als hätte ich es gesehen. Was für ein hässlicher Buckel hier. Und ich würde sagen, den Aufzug, den würde ich auch gerne von innen, ehrlich gesagt, bauen. Okay, bekommt man auch die Metallkomponenten? Ja. Aber wie lustig, ich bekomme dafür XP, dass ich die Dinger abbaue. Ja. Theoretisch könnte einer von uns so eine Sa so einen Mist bauen und der andere baut Aber ihn wieder ab. ich glaube, wir bekommen 100% der Materialien zurück. Nicht oder wir bekommen. Wir bekommen, glaube ich, nicht 100% zurück. Okay. Das wäre sinnvoll, muss man zugeben. So, wo ist der Aufzug? Ach, ich kann den Aufzug nicht bauen, den hast du gelernt, wa? Dann müsstest du mal bitte die drei Aufzüge bauen. Hey, krass, ich krieg die Dinge gar nicht kaputt. Shift und F. Die Survival-Dinger mit Shift und F wieder mitnehmen. Nee, ist das O2, der O2. Ja, der doch auch, oder? Ja. So, Aufzug, drei Stück. Ich kann auch einen Kühlschrank schon bauen. Na, du kannst es ja auf jeden Fall schon mal in den Auftrag geben. Was ist mit der O2-Station? Haben wir die schon? Die steht irgendwo dran? Die habe ich noch nicht hingebaut, ich habe sie aber im Inventar im Moment. Okay, cool. Die sind auch komplett abgenommen worden. Also keine Ahnung, woran es liegt, was jetzt
So, in der Food-Station. Mal gucken, wo baue ich die Food-Station hin. Moment. So, den Fahrstuhl willst du hier drin haben, ja? Ja, dachte ich mir. Da passt er ganz gut rein, denke ich mal. Und die O2-Station cool. baue ich hier daneben. Bau dir auf die andere Seite hier hin. Wohin? Oh, okay. Kann ich auch gerne machen. So. Okay, wir brauchen noch einen O2-Tank, damit die überhaupt funktioniert. Kann das... Ja. So. Aber jetzt mal die ganzen Pflanzensachen sammeln. Da ist gar nichts mehr drin. Ein O2... Na, der da. Okay. Oh, das auch noch gleich dazu. Also, jetzt muss ich auch die Placed Growing Plots, Seed Sprout und Growing Light und Harvest Crops. Ja, Sekunde. Aber die ganzen Fiber-Sachen und sowas schmeiße ich hier drüben rein. Das. Achso, und den Rock Dust, den brauche ich auch mal. Hierfür. Davon kann ich mal ein paar verbrauchen. So. Und meinen Sauerstoff ein bisschen auffüllen. Ja, na toll. Jetzt funktioniert's, weißt du? Jetzt kommen keine Angriffe mehr. Ich find's faszinierend. Was willst du hier reinsetzen? Da wollte ich erst in den O2-Tank reinsetzen, aber ich habe mich jetzt entschieden, hier reinzusetzen. Finde ich auch besser, ja. Aber jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich habe jetzt Holz, aber nicht das genau. So, dann habe ich noch einen Kühlschrank, einen Wassergenerator und ein Clone-Chamber habe ich auch noch gebaut. Okay. Wir haben noch keine Aufträge dafür. Wir bekommen dafür noch Aufträge mit Sicherheit. Also pack die erstmal wieder rein am besten. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Growing Plots. Aber das passiert in der nächsten Folge, denn jetzt heißt es wieder... Eine sonnige Verabschiedung von mir, dem Sunny, und natürlich auch von dem The Theoretic Spot. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.